So, wir wollen doch mal ein wenig buddeln. Wollen wir hier buddeln schon? Ja, es ist ja Sonnenuntergang. Wir können ja eh nicht allzu viel machen. Also buddeln wir einfach mal von unserem Haus aus und hoffen, dass da vielleicht etwas Besseres zutage gefördert werden kann. Aber erstmal machen wir noch ein bisschen Sachen hier. So, was haben wir da? Ein bisschen Holz haben wir noch. Ein wenig Holz haben wir noch und ihr scheiß Kack, Blödmänner, geht mir auf den Sack. Ihr geht mir richtig auf den Sack. So. Alles voller Spitzhacken, meine Lieben. Alles. Alles voll. So sieht's nämlich aus. So, zack. Das brauchen wir auch erstmal nicht. Spitzhacken. Die werden wir jetzt einmal verbraten. So. Okay, Haus. Danke, dass du uns zumindest trocken hältst bei diesem fürchterlichen Wetter hier draußen. Wirklich grauenvoll. Landen wir wahrscheinlich in so einer riesigen Höhle, wo wir einfach mal 500 Meter tief fallen und sterben und nie wieder rauskommen. All unsere Rohstoffe sind völlig für den Arsch. Völlig für den Arsch. Ich werde da manchmal hört man auch, dass irgendwelche Höhlen in der Nähe sind, weil da zum Beispiel irgendwelche Spinnen durch die Gegend kriechen. So. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt Zombies... aus meinem Haus noch höre oder aus irgendeiner Höhle. Es ist dunkel. Ist hier immer noch Erde oder was ist hier los? Sieht fast so aus, oder? Ist immer noch Erde. So eine Kacke. Nee, Erde ist das auch nicht. Das war ein bisschen dumm. So, wollen wir hier einfach mal in eine Richtung buddeln? Machen wir einfach mal, oder? Klar. Mit der Steinspitzhacke auf den Weg, denn das ist Kacke. Dieser Steg wird kein leichter sein. Dieser Steg ist steinig und schwer. Oh, ihr müsst mal hören. Ich glaube da... war gerade irgendwie Wasser zu hören. Ja, Wasser. Von rechts kommt Wasser. Also, ne, ich will keine blöden Überraschungen jetzt. Also, graben wir einfach mal in diese Richtung weiter. So. Warum bist du nicht hier? Kohle. Na toll. Bling, bling. Machen wir uns jetzt mal wieder eine Treppenstufe hin, damit wir da auch einfacher wieder hoch können. Nehmen wir einfach mal das, was wir kriegen können. Es gibt ja hier auch so Dörfer, in denen kann man, glaube ich, auch handeln. Also irgendwie zufällig werden wo so Dörfer generiert und dann kann man da handeln. Und dann könnte ich vielleicht ganz Kohle gegen... Erze handeln, aber das will ich natürlich nicht. Es kann ja wohl jetzt nicht so schwer sein, hier irgendwo mal tatsächlich Erz zu finden, oder? Gott, ey, ich bin scheinbar so dumm. Ist das Erz? Ja, wir haben sogar schon drei Eisenerz. Geil. Feini. Das war's schon wieder.
Kacke. Nee, da, geh ich. Da war wieder das Plätschern, da wollen wir jetzt nicht hin. Kein Geplätscher, bloß kein Geplätscher. Plätscher macht uns wahnsinnig. So, aber ist ja vielleicht auch schon ganz gut. Da haben wir dann jetzt schon mal ein bisschen. Bisschen Erz zumindest. So. Wollen wir hier. Ja, komm. Unser Haus ist ja jetzt erstmal egal. Beziehungsweise unser Haus schützt uns ja. Ist ja eigentlich eine ganz feine Angelegenheit. So. Hacke kaputt. Hacke. So eine Hacke mit der Kacke. Na komm, wir gehen jetzt erstmal hoch wieder hier. Zack. Sieht wohl so aus, als wenn ich wieder nur Stein. Ich werde sehr viel Stein verbraten. Naja, schade. Aber was soll's. So, dahin wollen wir. Aber immerhin wird dann der letzte Sprung auch unseren Boden wieder mit wunderbaren Bruchsteinen versiegeln. Wundervoll! So wundervoll! Oh Gott! Viele Steine verbraten. Unglaublich. Ist schon wieder Tag? Nee, nicht wirklich. Okay, aber egal. Jetzt haben wir zumindest ja ein bisschen Eisenerz und können nämlich jetzt Folgendes machen. So, wir haben hier das Eisenerz. Nee, das war falsch. Wir klicken auf den Ofen. Jetzt legen wir hier mal das Eisenerz rein und etwas Holz. Und zwar 8 Stück. Jetzt können wir das auch zumachen. Jetzt blubbert der so ein bisschen vor sich hin. Seht ihr? Blubber, blubber. Und dann... Oh, Creeper. Dann entsteht da Eisenerz. Nein, nicht hierher kommen. Dann machst du mein Haus kaputt. Nein. Dann müssen wir da gleich erstmal weglocken, wenn es Tag wird. Weil sonst macht der... Und dann habe ich hier die halbe Wand weg. Geh weg. Geh weg! Ich will dich nicht. Ja, es wird jetzt gleich hell. Aber ich glaube, die verschwinden dann nicht, oder? Creeper? Lösen die sich auch auf? Weiß ich gar nicht. So, egal. Der Ofen müsste jetzt ja... Er hat schon 4 Barren. Warten wir nochmal ab. Machen wir uns nämlich gleich eine Schere. Und dann haben wir unser Bett. Schon so gut wie sicher. Na, vielleicht müssen wir nochmal warten, weil man braucht 3 Wolle und ich habe hier nur einen Schaf gesehen. Und ich glaube, die geben maximal immer 2 Wolle, aber vielleicht haben wir auch Glück und sie geben 3 Wolle. Oh, hallo. Ja, geht's noch? Nee, geht mir auf den Sack. Ich bin nämlich gleich tot. Geh da jetzt rein. Tschüss. Dann nehmen wir mal das Schwert. Nein! Ups, hä, das wollte ich doch gar nicht. Nein, geh weg. Nein. Hä? Gut, das hat er wenigstens noch gespeichert. Seht ihr, was passiert ist? So eine Scheiße. Hau ab. Verbrennen. Ja, los, geh weg. Wenigstens liegt hier noch der ganze Krempel rum. Tja. Könnt ihr euch wahrscheinlich denken, was jetzt gleich als nächstes erstmal ansteht. Haus reparieren. Aber das dürfte eigentlich relativ schnell gehen. Denke ich mal. Denke ich mal. Haben wir noch Erde irgendwo jetzt? Granit, Erde. Nicht so viel Erde.
Aber hier ist das auf die Erde weggesprengt worden, na egal. So. Zack, 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 zack. Ups. Egal, lassen wir jetzt so. Ach, scheiß drauf. Noch haben wir's ja. Blöder Ficker. So ein blöder Ficker. Echt mal. Müssen wir schon wieder so viel Zeit mit Dingen verschwenden, mit... Ach, hier war eigentlich die Tür. Mit denen wir eigentlich keine Zeit verschwenden wollen. So, machen wir mal gleich die Tür wieder rein, bevor wir es nachher vergessen. So, hoch, hier ist ja ein Loch. Das ist ja grauenvoll. So, Dach wieder zumachen. Boop. Boop, boop, boop. Sanostol. So, jetzt hier doch im Prinzip... Oh, das war falsch. Nee, Moment. Die Tür ist falsch. Die machen wir mal wieder weg. Hier machen wir mal wieder was hin. Und hier machen wir eine Tür hin. So war es, glaube ich. Gut. So. Tür zu. Was sagt der Ofen? Der hat hier Erz. Gut. Ziemlich gut. Denn jetzt können wir Folgendes machen. Werkbank. Bräuchten wir, glaube ich, nicht mal dazu. Aber egal. Zack, zack. Ha! Schere. So. Bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, suchen wir dieses verkackte... Ah, jetzt hat mir was geklemmt. Dieses verkackte Schaf. Hallo Pferd! Ich hoffe, es ist hier noch irgendwo. War es nicht hier so? Ist nicht hier irgendwo rumgelaufen? Ist wahrscheinlich ertrunken. Tschüss, Schaf! Ach nö. Jetzt sollten wir mal die Schere rausholen. Damit das Schaf auch weiß. Oh, eine Höhle. Eine Mine! Prasselndes Lagerfeuer, Malzbier. Und wir, mein lieber Herr Boromir oder Aragorn, nennen es eine Mine. Oh nein. Warum ist jetzt hier kein Schaf mehr? Ist bestimmt weggegangen. Scheiße. So ein Fickdreck, wenn wir jetzt das Schaf nicht finden und ich zudem noch aufs Klo muss. Das bedeutet nichts Gutes, meine lieben Freunde, nichts Gutes. Das Schaf ist einfach weg. Pferd will ich jetzt nicht. Huhn will ich jetzt auch nicht. Oh Mann. Bitte lass jetzt hier irgendwo ein Schaf sein. Ich will auch nicht so tief in den Wald jetzt rein, nachher verlaufe ich mich. Ich höre auch nichts mähen. Man hört ja sonst vielleicht noch irgendwie mäh, aber ist nix. Nix ist hier. Und jetzt, meine lieben Freunde, habe ich mich verlaufen. Bewegt sich hier irgendwo was? Nein. Natürlich nicht. Ach, so ein Fickdreck. Das kotzt mich an, es kotzt mich an. Ich brauche ein Schaf. Oh ja, das ist ein Schwein. Schwein, ich könnte dich töten und dich essen, aber das werde ich jetzt nicht tun. Ist noch so eine Höhle. Oh, was ist das denn? Tschüss. Aber das ist Erz. Ja, ich weiß, ich sollte das nicht mit der Schere machen, aber... Was ist denn hier los? Meine Güte. Ich brenne. Super. Und ich brenne.
Ach, das ist noch so ein Ficker. Ja, verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. So. Müssen wir hier schnell das Herz abgraben. Und da will ich jetzt erstmal nicht weiter rein. Unsere eigentliche Aufgabe, ein Schaf zu finden, droht zu scheitern. Ich weiß noch nicht, was wir machen, wenn ja, wir kein Schaf finden. Und jetzt weiß ich auch schon nicht mehr, wo ich bin. Fuck. Oh oh. Ich glaube, unser Haus ist irgendwo in der Richtung. Schaf, bitte. Sei hier irgendwo. Hm? Was ist denn los, Schaf? Magst du mir nicht mehr leiden, Schaf? Komm schon, Schaf. Wir haben uns doch lieb. Ganz besonders lieb. Du und ich, Schaf. Schafen! So ein Schafen! So ein richtiges Schafen! Fuck! Da ist ein Schaf. Ja, die Suche hat sich gelohnt. Ich kann es jetzt noch nicht mal anlocken oder so, sondern ich vertraue jetzt darauf, dass es mir direkt 3 Wolle geben wird. Hallo? Es gibt mir 1 Wolle! Ne, 2. Na gut. Okay, wisst ihr was? Ah, da ist unser Haus. Sehr gut. Dann merken wir uns mal, dass wir gleich in diese Richtung müssen. Am nächsten Tag. Dann dürfte das Schaf ja wieder Wolle tragen und dann können wir uns einfach mal... Da! Ist noch ein Schaf, es ist wieder da, es ist so gut. Oh, es ist so wundervoll. Ein wundervolles Schaf. Ja, grüß Gott. Ah, und ich glaube, das hat jetzt sogar... Das hat sogar... Ne, auch nur 2. Egal. So. Jetzt kommen wir voran. Tatsächlich. Passiert doch noch was in diesem Video, was erfolgreich ist. So, aber erstmal, bevor wir jetzt was Sinnvolles machen, machen wir mal hier sowas. Ein bisschen Optik schon. Ich möchte nämlich ein bisschen Optik haben, wisst ihr? Ups, das war schon etwas hoch. Na gut. So, zack. Na, seht ihr, das sieht doch schon richtig toll aus, nicht wahr? Richtig toll. So, wir könnten uns jetzt auch schon Leitern bauen und uns einen Aussichtsturm hier bauen. Könnten wir so einen ganz hohen Turm bauen. Dann können wir ein bisschen die Landschaft überblicken. Wollen wir das nicht vielleicht sogar als nächstes tun, im nächsten Video? Ja, ich glaube, das machen wir einfach mal. Aber erstmal machen wir jetzt die Tür zu und bauen uns noch ein Bett in diesem Video. Und dann haben wir, glaube ich, schon mal hier einiges an Fortschritt geschafft. So, jetzt haben wir hier Stein. Nee, Holz nehme. So langsam, ich glaube, bald können wir schon wieder Holzvorräte anhäufen. Wird mal wieder Zeit. So, jetzt haben wir ein kleines Bett. Ups, es liegt hier schon ein bisschen Kram rum. Aber egal, erstmal Bett. Zack. Na? Jetzt können wir hier nämlich die Nächte überspringen. Okay, aber weiter geht's im nächsten Video, okay? Bis dann!